Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Uns erwartet mit Sicherheit eine sehr interessante Partie. FC Barcelona gegen Liverpool. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant und es ist eins klar, es wird hochklassig. Die Reds haben Anstoß. Roberto Firmino. Das ist Thiago. Und jetzt Thiago. Der Stegen mit der Parade. Was macht die Abwehr da? Gute Parade, aber sie bekommen den Abpraller nicht. Und der Nachschuss, tja, der ist dann drin. Wird Vorwürfe geben, ist doch klar. Barcelona muss also den Rückstand hinnehmen. Spiel läuft im Moment nicht aus ihrer Sicht. Dembélé. Und jetzt Lewandowski. Lewandowski! Da gehen sie entschlossen dazwischen. Barcelona mit dem Angriff. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Und Thiago. Liverpool lauert auf seine Chance. Thiago mit der Chance. Das ist natürlich ärgerlich, wäre hier eine gute Chance gewesen. Roberto Firmino. Da muss er aufpassen. Und Thiago. Firmino. Fabinho am Ball. Roberto Firmino. Er macht zu. Salah. Mohamed Salah. Salah trifft. Jeder weiß, wo seine Stärken liegen. Aber verhindern kannst du solche Aktionen doch nicht. Das ist schon klasse, wie er das macht. Müsste es doch eigentlich jetzt sein. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Jetzt Firmino. Jetzt Thiago Alcantara. Roberto Firmino jetzt wieder. Er passt auf. Jetzt können sie vielleicht kontern. Lewandowski wird einen Freistoß für Barcelona geben. De Jong. Den Ball hat er. Liverpool dominiert diese Partie bislang natürlich im Hinblick auf Ballbesitz. Und wenn du diese Überlegenheit dann so gut, so exzellent in Torgefahr ummünzen kannst, dann kommt... So, stopp, jetzt genau hinschauen. Das nächste Tor, die Abwehr erneut machtlos. Die Führung damit 3 Tore. Liverpool macht das nächste Tor und damit sind sie hier mit 3 vorne. Matip. Ganz kurze Nachspielzeit nur. 1 Minute gibt es hier zusätzlich. Fabinho. Das war's für diese erste Hälfte. Wir hören den Pausenpfiff. Von Robert Lewandowski muss in diesem Spiel einfach viel mehr kommen, Buschi. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel. So kann er kein positiver Faktor sein.
ist bisher nicht das Spiel von Barcelona. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs ist man hier klar hinten. Pedri. Sie machen das Tor. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Und Firmino. Ball ist bei Roberto Firmino. Super Aktion, tolle Technik. Firmino. Roberto Firmino. Er sucht die entscheidende Lücke. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Mohamed Salah. Thiago mit der Chance. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sie machen zu. Ah, das war wichtig. Dembélé. Lewandowski. Da erobert er den Ball. Lewandowski. Frenkie de Jong. Jetzt eine Chance. Alisson hält. Ball ist noch im Spiel. De Jong. Der Volley. Sie sind fast wieder da. Es fehlt nur noch ein Tor. Das könnte ein ganz wichtiger Treffer gewesen sein. Oh, da sehen wir schon die ein oder andere Sorgenfalte auf der Stirn. Dieser Gegentreffer, der schmeckt dem überhaupt nicht. 3-2 also. Da ist alles drin. Die Gelegenheit. Liverpool legt nach. Die Führung beträgt jetzt also 2 Tore. Zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das gehofft. 4-2 steht es damit. Hier ist einiges los. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Und damit sind sie am Ball. Jetzt in der Anspielstation. Dembélé. Am Ball Jordi Alba. Rafinha. Oh, geht da noch was? Sie verkürzen. Nur noch eins. Ist das denn zu fassen? Spannung pur. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Beeindruckend. 7 Tore insgesamt. 4-3 der Spielstand. Zwei Minuten werden nachgespielt. Rapinha. Der FC Barcelona wirft noch mal alles nach vorne. Schaffen sie noch den späten Ausgleich. Schlusspfiff in diesem Spiel. Der Sieger heißt Liverpool. Das war eine enge Partie. Glücklicher Sieg am Ende. Knapper Sieg. Aber so ein Spiel musst du am Ende dann auch erstmal gewinnen. Da haben die Nerven gehalten. Sie wollten diesen Erfolg. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient.